Am 12.01.2017 habe ich ein Video veröffentlicht. Es geht darum, ob Kennerziehung live ist oder nicht. Und wir wissen, die Ziehung ist nicht live, weil wir hier mit einer korrupten Gesellschaft zu tun haben. Und es gab hier einen Kommentar zu der Ziehung zumindest oder zu meinem Video. Das möchte ich gerne mit Ihnen besprechen. Wir halten fest, hier steht, wir starten. Wenn wir uns mal das Gesamte hier anschauen, man sieht, der Text wurde von Lotto Blocks zusammengefasst. Und zwar, ich muss das leider so sagen, die Gesellschaft hat einfach nicht Eier genug in der Hose, aus eigenem Konto zu kommentieren. Das bedeutet, sie haben durch dieses Wir starten sich selbst verraten. Man macht einfach ein Fake-Konto auf Google und antwortet quasi auf Videos. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich würde sagen, wer sein Hirn anschalten kann, ist klar im Vorteil. Denn wenn ihr mal eure Hirn eingeschaltet hättet, dann hättet ihr auch nicht wir starten hier geschrieben, sondern die Ziehung startet, ja. Denn damit habt ihr euch selbst verraten. Also ganz ehrlich, der Text fängt schon mal mega, mega peinlich an. Ganz ehrlich, mein Beileid. Auf Kenodi steht was zu der Live-Ziehung, ehrlich. Denkt ihr wirklich, ich habe das nicht gelesen, bevor ich das Video gemacht habe? Ich meine, so dumm bin ich ja nicht, dass ich hier ein Fake-Konto mache und mich ja mit wir selber verrate. Zitat, Doppelpunkt, Semikolon, Semikolon. Also wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, okay, was bedeutet das jetzt? Warum zweimal Semikolon? Also ganz ehrlich, ich merke keine Vorteile. Die Ziehung wird live on tape. So, also wir machen einen Strich hier zwischen live und on tape. Wenn etwas live ist, dann ist es live, dann ist es nicht auf tape. Also das ist dann nicht auf Kassette oder was auch immer. Wenn etwas on tape ist, wurde es live aufgenommen und quasi auf Tape oder auf Kassette gespeichert. Also live on tape, ich habe noch nie gehört, aber beide zusammen ergibt keinen Sinn. Also wieder mal Hinlosigkeit hoch 2, aber okay, gut, übertragen. Da sie, wie im TV üblich, etwas zeitversetzt gezeigt wird. Ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Was hat ein TV mit online zu tun? Die Lotto 6849 ist auch live. Ihr seid genauso korrupt wie Eurojackpot, ja? Die machen auch die Ziehung, zeigen sie später. Also hört auf hier mit irgendwelchen sinnlosen Kommentaren hier zu argumentieren, live on tape und zeitversetzt. Also ganz ehrlich, wir sind doch keine Bauern hier. Zeitversetzt ist, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, das Ganze nicht direkt auf Internet übertragen wird, sondern über Satellit. Bei Satellit hat man Zeitversetzung, doch nicht über Internet. Aber wie gesagt, ihr seid doch so zurückgeblieben, dass ihr noch nicht mal das rafft. Aber okay, gut. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel reden. Okay. Wir starten, jawohl, wir starten. Das ist ja klar, wer diesen Beitrag zusammengefasst hat. Also, ich sage nochmal, es ist sehr peinlich. Also, die Ausstrahlung der Ziehungssendung noch während der eigentlichen Ziehung. Also, wie nochmal. Ihr sendet, während die Ziehung schon läuft. Also, wie ich verstehe das nicht. Während die Ziehung läuft, sendet ihr sie oder was? Das ist aber auch Quatsch. Denn wenn man sie zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Schrott hier stimmen würde, dann muss direkt nach dem quasi, also ich sag mal vielleicht 60 Sekunden oder wenn das wirklich so ist, muss direkt die Ziehung kommen, aber es ist nicht so. Enden aber etwas später. Ganz ehrlich, wer etwas gesunden Menschenverstand besitzt, glaubt das doch sowieso nicht. Also das ist sowas von lächerlich. Peinlich einfach, wie irgendwelche Geschäftsleute hier auf Klugscheißer tun, das ist der absolute Wahnsinn. Man kann sich die Ziehung übrigens auch live im Studio anschauen, ehrlich? Zeig mir mal, wo das Studio ist, ja? Zeig mir mal, wann die Live-Ziehung überhaupt stattfindet. Die Uhrzeit ist sowieso nicht fest, denn selbst wenn sie fest wäre, dann könnte sie auch live übertragen. Außerdem, was soll ich im Studio? Da ist irgend so eine Schrottpyramide, die Zahlen werden per Computer ermittelt, der Computer weiß schon sowieso alle Zahlen. Was soll ich da live anschauen? Also das ist der absolute Schwachsinn. Dankeschön, you made my day, ja. Dankeschön, ihr habt mir wirklich den Tag versüßt. Also so ein Unsinn kann man nicht schreiben, ganz ehrlich, sorry Leute, aber hört auf, Kenner zu spielen. Fallt nicht auf solche Kommentare rein. Also wie gesagt, jeder S-Klässler weiß, dass das ja ein absolutes Schrott hier ist. Ich wünsche allen viel Glück. Dankeschön für das Zuschauen und bitte nicht auf die Gesellschaft reinfallen. Dankeschön und bis zum nächsten Video.